Ich habe das Studium für eine gewisse Zeit ausgezögert, weil ich sehr begeistert war von der professionellen IBM-internen Ausbildung im Projektmanagement- und Softskill-Bereich. Ich habe mich dann aber gleich zu einem gewissen Zeitpunkt für das Studium entschieden. Ursprünglich habe ich mich für den MOS im Projektmanagement und Leadership entschieden, weil ich selbst in diesem Bereich tätig war und das auch vertiefen wollte. Dann habe ich persönliche Gespräche mit den Kaleidos. Bin ich herausgefordert worden, Wirtschaftsinformatik kennenzulernen, weil das gibt mir eine breitere Basis und ich könnte später noch vertiefen. Und ich habe mir persönlich sagen, Projektmanagement mache ich vielleicht nicht das Leben lang. Und darum habe ich mich dann entschieden für Wirtschaftsinformatik. Ich habe im Studium besonders geschätzt, dass ich Module individuell zusammenstellen kann und habe mich dann unter anderem für die Studienreise auf San Francisco und Indien entschieden. In meinem Job als Projektleiter hatte ich schon viel mit indischen Arbeitskollegen zu tun gehabt und eigentlich durch die Firmenbesuche und auch den kulturellen Austausch vor Ort viel besser auf sie eingehen können. Hingegen im Silicon Valley habe ich das Bild faszinierend gefunden, dass es eigentlich nicht die Idee braucht, sondern dass es ausschlaggebend ist, eigentlich mit dem Team sich zusammenzufinden und miteinander die Idee zu entwickeln und zusammen vorwärts zu gehen. Aus dem Studium nehme ich mit, sich alleine priorisieren und in gewissen Momenten durch die Doppelbelastung auch Nein zu sagen. Und Bachelorarbeit war sicher auch sehr etwas Bereicherndes, diverse Interviews und im Finanzumfeld Erfahrung machen. Und dann schlussendlich den Studienpreis gewinnen, hat das Studium sehr schön abgerundet. Nachdem ich meine Batterien wieder aufgeladen kann, habe ich mich jetzt entschieden, um für ein Jahr auf Kambodscha zu gehen und dort die Zeit in eine NGO zu investieren als Volunteer. Dort liegt mein Fokus auf dem Ausbilden von Kambodschanern, sodass wir ein IT-Team aufbauen können, wo sich nachher Nachhaltig und die Informatik von dem NGO kümmern kann. Durch die vielseitigen Erfahrungen, einerseits mit dem Job bei der IBM und auch bei der Kaleidos, fühle ich mich jetzt bereit für das neue Abenteuer in Kambodscha.